Hallo, willkommen zurück zu Digimon Adventures. Wir spielen der alte Strand. Und werden die Party auswechseln. Was? Ich will wieder Kari mit reinholen. Die hat in der letzten Runde ja sehr viel gebracht, wie man gesehen hat. Und wir starten einfach die Episode. Ich bin gespannt, ob Walkeramon jetzt OP ist. Den Leveln hier. Bist du wir? Keine Ahnung. Egal, wir krabbeln jetzt auf den Berg. Oder wir trauen an einem Strand. Was ist die bessere Idee? Ich werfe den Strand. Okay, Strand. Joey führt uns hin. Joey zeigt, wo der Strand ist. Gut. Boxen von. Eins. Zwei. Wir haben ganz viele Mats. Ich habe diese alte Mats. Pro Carriage. Ich bin müde. Um 15.16 Uhr. Lalalala. Oh shit. Wow, wieder abwechslungsreiche Digimon, gegen die ich sehr viel Lust habe zu kämpfen. Haha. Haha. So eine Gammelblüte. Wow. Krasser Weg. Aber hier ist der Strand. Die man auch die ganze Map-Wiederverwertung, ey. Das sind immer dieselben Level irgendwie. Aber der Stein hier, der ist bestimmt neu. Die sind bei Items. Warum kriegst du viele Items? Warum sind nur Items, die mir nichts bringen? Wisst ihr, was ich aber mal craften könnte, wovon ich viel zu wenig habe, von den ganzen SP-Kapseln und sowas. Ich habe bei dem scheiß Kampf gegen Devi-Kack oder wie der heißt, so heftig auf die Fresse gekriegt mit dem SP-Punkten. Das war immer geil. Ich brauche SP-Kraft-Discs. Aber das ist auch voll die Verarsche. Da steht SP-Kraft-Disc, halt 100 SP für alle Mitglieder, halt nur für ein Mitglied, aber egal. Kann ich davon bitte 80 herstellen? Kann ich davon bitte mehr herstellen? Toll, das hat er mir gebracht. Ich brauche Reben. Wo kriege ich jetzt Reben her? Ah, ich kann die gar nicht auseinanderbauen. Super. Super. Kriege ich irgendwo anders her, so Dinger? Dann halt nicht. Cool. Wenn ich ja wenigstens schwächere craften könnte. Aber nee, dann aber jetzt das geht ja. Aber wenn man gestorben ist, wird man einmal wiederbelebt. Das ist natürlich gut. Aber ich habe eh so wieder. Obwohl, ich habe mittlerweile gar keine Wiederbelebungsteile mehr. Scheiße. Rettungsmittel. Oh, große Federn braucht man dafür. Wieso brauche ich immer so Items? So Reben und große Federn, die brauche ich die ganze Zeit. Rest brauche ich nie, ey. Für die Scheiße. Cure Poison Status. Auf einmal ist das Englisch. Hier ist nur Scheiße dabei. Was heißt denn öffnen? Ach, das heißt herstellen, oder was? Ach so. Geil. Cool. Oh, wow. Ein Schritt mehr gegangen. So, und was sind wir jetzt? Joey, was uns wieder in die falsche Richtung führt. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Strand da hinten ist. Komm, wir gehen den Strand suchen. Hi, Itzy. Wie geht's? Erstmal speichern. Wenn ich das erst hätte machen können, bevor ich den anspreche. Oder wer ich den angesprochen habe. So, wir antworten überzeugt und selbstsicher. Was eigentlich immer gut ist. Es sei denn... Keine Ahnung, mir fällt kein Witz ein. An ihr Let's Play, Meister der Witze. Stand speichern. Hi. Das fand ich jetzt traurig. Scheiße, sorry. What? Scheiße, sorry. Was war das denn jetzt? Das hat nicht gut funktioniert. Na, Versuch. Dankeschön, Joey, dass du mein bester Freund bist. Wir brauchen das echt, weil... Spiel ist so unfair. Wenn man dann diesen Freundesangriff findet hat, dann verkackt man heftig. Kari und Joey haben irgendwie noch nie miteinander geredet. Haben die in der Serie auch mal miteinander geredet? Ich glaube, es gibt echt manche Charaktere, die untereinander mit irgendwie so nur zwei Sätze oder so geredet haben. In der ganzen Staffel. Ja, das da. Was? Ja, keine Ahnung. Ja, danke schön für die Aufmunterung. Cool. Sag ich auch jedes Mal, ne? So, nachdem wir jetzt beste Freunde geworden sind, können wir weitergehen zum Strand. Weil die vertrauen die mir wieder bestimmt. Genau so ist die Story. Ja. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt Joey spielen, aber ist ja okay, ne?
So, der alte Strand, wo die Telefonzellen gebasht worden sind, ey. Ich hoffe echt, dass die im Verlauf von Digimon Try nochmal in die Digi-Welt gehen und auch nochmal zu dem Strand da kommen. Also zu der alten Bahn da kommen die bestimmt nochmal. Die da so zugewuchert ist mit Scheiße. Wie alt sind eigentlich bestimmt die Digimon, beziehungsweise wie lange mussten die warten? Bestimmt so 1000 Jahre oder so. Ich glaube, die verrecken ja nicht. Eine alte Schwäche oder sowas. Aber überlegt euch mal, wie lange die warten mussten. Wenn man mal ausrechnen würde, das ist ganz schön Tierquälerei. Gibt es das? Heißt das so? Bei Digimon? Nee. Okay. Alter. Würde Digimon also scheiße, die sollen mir vorbeifetzen. Dann speichere ich nochmal. Weil, warum nicht? So, jetzt aber. Oh, wir haben den Strand gefunden. Joey hat uns doch nicht in die falsche Richtung geführt. Geil. Ist das der Strand, wo wir waren? Ja. Oh, das Meer. Oh, die Telefonzellen. Sie sind gecrashed. Das ist blöd. Die Digimon haben sie bestimmt kaputt gesmashed. Dann kommt ein alter Feind. Er hat überhaupt keine Chance mehr gegen uns. Wieso lebt er eigentlich noch? Oh shit, er ist wieder zurück. Wer ist das? Ja, das ist so ein guter alter Freund von uns. Wir müssen jetzt erst gegen den kämpfen. Kleine Flamme. Ich feier. Ohne Feuer. Auch ohne Feuer. Aber diesmal mit Ton. Also entweder gibt es hier ein Spiel Ton oder halt visuelle Effekte. Man kann sich das nicht aussuchen. Ich finde cool, wie die den jetzt einfach weggebasht haben auf dem Rookie-Level. Das war einfach. Danke, Agumon. Ihr seid viel stärker geworden. Was geht hier für eine Scheiße ab, ja? Ach, nix. Boah, wir haben den früher schon mal ins Meer gekickt und jetzt wollte der inzwischen umbringen und uns an uns rächen. Aber wir haben den one-hitted. Gut gemacht. Ah, ihr seid echt stärker geworden. Ihr habt überhaupt nicht gekämpft. Ja, gutes Gespräch. Patamon, du bist sogar gewachsen, oder? Guck mal, man hat gar nichts zu sagen. Dann schimpft nur so. Boah, ich will schwimmen. Wie gerade mal kleiner als Agumon. Gruppenfoto. What the fuck? Hä? Ist das denn Scheiße? War das schon vorher da? Ne, irgendwie nicht, ne? Können wir gehen rein? Und Joey ist wieder misstrauisch. Das geht nicht gut. Okay. Können wir uns wieder entscheiden. Was ist, wenn darin eine Falle ist? Oh, Joey, du bist scheiße, ey. Mal am Nachdenken drum Spuck, ey. Oh, Joey. Sind wir alleine? Ich schipp das nicht. Ja, ich auch nicht. Ich schipp mir nur mit Izzy. Nein, der ist mir so klein. Ich mag den nicht. Ah, wir werden gefangen. Hilfe. Anomalokarimon. Aha. Ah, wir sind in einer Box gefangen, die ein Haus ist und Hilfe. Haha, ich verkippe euch oder verbulle euch mit Sand. Ah, scheiße, wir sollten sie retten. Okay, wir kämpfen. Hier. Los geht's. Dass wir standen am Rookie Level. Egal. So. Sulamon. Und. Kanada. Oder? Ne, eigentlich wieder ist besser. Boah, nee, wie viel Schaden machen wir? Wow. Geil. Und Blumenkanone. Batsch, voll in die Fresse rein. Erdendschlagblatt. Okay. So, für ein heftiger Skorpion. Ich setz doch mal hier rein. Aua! Deswegen habe ich Gartenmann immer damit dabei, ey. Bringt mir wie gar nichts. Doch, ich habe mich selbst geheilt, obwohl ich überhaupt keine Heilung gebraucht habe. War dann eine gute Idee.
Aber ich kann Reanimation, dann kann ich einfach wiederbeleben, ne? Geil. Dann hau ich halt drauf. Das verrät ich schon selbst. Das ist jetzt so gut. Dann machen wir wieder Mehlheilung. Handdusche? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sanddusche nicht Handdusche ist. Handdusche. Stell dir mal vor, ihr duscht mit deinen Händen aus dem scheiß Wasserhahn. Vor allem, man duscht auch unterm Wasserhahn. Ne? Ich heile wieder. Heilen kann ich gut. Aus dem Weg gehen. Ach so. Danke für die tolle Technik. Ich setze mal dort ein. Der Fuck. War vorbei. Wie ist der? Die Stimme von Zuluman war so leise. Da sagt er einfach gar nichts zu. Oh, wieder die gefährliche Handdusche. Ah. Ah, Hilfe. Oh nein. Ich freue mich schon so auf die Mega-Degradationsanimation. Mega-Heilung. Vor allem, weil das dann endlich mal eine Dingensstelle ist, wo keine deutsche Synchro drunter geschnitten ist, weil da gar keine deutsche Synchro von gibt. Auch wenn ich gerne hören würde, wie die Stelle auf Deutsch anhört. Guck mal, Mann. Warp, die geht jetzt um zu. Weikemon. Weikemon. Ich stelle mir gerade vor, wie die Stimme von Goran Weikmann sagt. Weikmann. Das ist schon gut an. Aber Palmon kann ich schon mir vorstellen. Rosemann. Aber war die Stimme von Lilimon jetzt sogar eine andere als die von Palmon? Keine Ahnung, die Stimme ist anders angehört. Kann auch sein, dass ich nur Hallos hab. Halt 800 HP für ein Mitglied. Na, kein Bock. Kann jetzt noch sterben, ich bin eben schon abgezogen. Ach, schon über die Hälfte, das ist ja gut. Ich bin auch Schlimmes gewohnt von Lutzmann. War Lutzmann Kampf oder wie immer. Wieso hat er selber an die Fresse zu? Komm, jetzt raste ich voll aus. Hat immer noch so wenig Schaden. Immer aus dem Weg gehen, toll. Perfekt. Ach, dieses aus dem Weg gehen ist, wenn er sich selbst heilt. Jetzt habe ich halt gerafft. Wenn er sich selbst von diesem Vergiftungskack heilt. Hab ich auch gern wieder lang für gebraucht, um das zu verstehen. Oder? Wieso macht er genauso wenig Schaden wie er von Lilium? Oh nein, die gefürchtete Handtusche ist schon wieder eingesetzt. Ist ja geil, wie das Tor einfach offen ist mittlerweile. Und die Geritter da so stehen. Ja, nee, wir hatten keinen Bock, Sand über das Haus zu animieren. Deswegen. Ja. Sieht dann einfach so aus, als wären die Ritter zu faulen, die zu helfen. Die zu helfen. Irgendwie bin ich viel schwächer. Das ist so peinlich. Gut, ich Reanimation kann. Reanimation. Oh nein, wieder die Handstufe. Ah. Schrecklich. Hammerbumerang, ein letzter. Oder dürfte eh der letzte sein? Blumenkanone! Gedrückt! Perfekt hingegangen mit den SP. Fingernägel sind voll schön angelackiert, guck ich das an. Angelackiert, schon. Warum kriegt Goa mal schon die Fertigkeit auf 29 erhöht? Und die Schöpfe 28? Fuck. Warum hat das so eine Stimme? Oh, what the fuck ist mit seinem Mul passiert? Ja, er labert voll die Scheiße. Wir haben die Leute befreit. Geht's euch gut? Ja, wir wurden nur von der gefürchteten Handdusche angegriffen. Es war so schlimm, überall waren Hände. Es hört sich sehr nach einem japanischen Porno an. Ja, gut, dass das nicht so passiert ist. So
Nur ein Übersetzungsfehler. Und dann hat Tai wieder seine Freundschaft mit Joey gesteigt und Mimis voll nähen. Finde ich voll geil, weil so Joey gemeint hat, ja, ist bestimmt eine Falle. Und dann war das echt eine Falle. So, nachdem ich jetzt meine ultimative Schlauheit bewiesen habe, können wir jetzt irgendwie weiter unserem Plan folgen. Und dann kommt... Vamon! Schnell, steigt ein! Vamon! Geil, Vamon, wie geht's dir? Na, wir fahren jetzt zusammen zu dem Spiralberg. Ah, da sind die uns entkommen. Ja, Vamon hat die mitgeholt. Das ist der für eine Stimme. Nur das Wasser ist mein Gebiet, deswegen würde er verrecken. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Okay. Im nächsten Kampf, im nächsten Part, wenn wir vielleicht gegen Metallus Digimon kämpfen, vielleicht sehen wir dann sogar eine Mega-Digitation, man weiß es nicht. Übrigens, DK hat immer noch keine Ultra-Digitation hinbekommen, ich würde nur mal sagen, also ich bin gespannt, wann das passieren wird. Denkt das zu werten, bis dann und tschüss.